Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Vantertainment. Wir sind immer noch in Österreich unterwegs und sind jetzt im Bundesland Salzburg gelandet, genauer in St. Martin bei Lofer. Vorher sind wir irgendwie gefühlt kreuz und quer durch Österreich gefahren. Wir waren am Plansee, wir waren am Wörthersee, am Wolfgangsee, am Ossiachersee. Und jetzt sind wir eben hier, im schönen Saalachtal, eigentlich ein top beliebtes Wintersportgebiet und wir waren im Spätsommer da. Ihr könnt es schon sehen, auch hier hatten wir mit dem Wetter wirklich viel Glück. Direkt an der Saalach liegt dieser tolle Campingplatz Grubhof, wo diese Veranstaltung stattfand. Wirklich erstklassiger Campingplatz, empfehlen wir absolut, hier ist alles tippitoppi, wie immer gibt es alle Informationen dazu in der Videobeschreibung. Auch die Veranstaltung selbst war super. Wir haben tolle Leute getroffen, es gab ein richtig klasse Programm, hat wirklich Spaß gemacht. Jetzt wollten wir uns aber unbedingt die Gegend mal angucken und sind erst nach St. Martin gegangen und dann zu Fuß Richtung Lofer. Vorher noch eine kleine Wanderung im Saalachtal direkt an der Saalach entlang. Das war schon beeindruckend. Ich glaube, ich muss das kaum erwähnen. Hier gibt es natürlich noch viel mehr Freizeitmöglichkeiten als zu wandern. Mountainbiken, Kanufahren, ach was weiß ich, also alles Mögliche. Zu entdecken gibt es hier auf jeden Fall unglaublich viel. Jetzt ging es aber erstmal Richtung Lofer und diese Marktgemeinde hat 2059 Einwohner. Wir wollten natürlich auch hoch auf die Alm, allerdings nicht zu Fuß. Jetzt ging es also mit der Almbahn 1 und 2 zur Schwarzeckalm in 1565 Meter Höhe. Bei diesem Kaiserwetter natürlich ein absolutes Erlebnis und der Hund durfte auch mit. Und ganz so teuer war es auch gar nicht. Ich verlinke euch natürlich hier auch alle Informationen zur Almbahn wie immer in der Videobeschreibung. Hier oben gibt es natürlich dann auch reichlich Wandermöglichkeiten und es gibt Almhütten, wo man einkehren kann. Also das macht Spaß hier oben. Unser Campingplatz war Ende September, Anfang Oktober schon noch ordentlich besucht. Aber hier oben war es recht überschaubar mit Touristen. So, dann von der Talstation wieder zu Fuß zurück an der Saalach entlang zum Campingplatz. Ja, Sport kann man natürlich ja auch machen, aber man kann auch einen Podcast hören. Unbedingt die Platzbesetzer mal anhören. Das ist ein toller Blog, eine tolle Seite, tolle Leute, die wirklich einen tollen Podcast haben. Geschichten aus dem Wohnmobil verlinke ich euch natürlich wie immer in der Videobeschreibung. So, zurück auf den Campingplatz konnten wir abends leider nicht die Platzbesetzer hören, denn es gab ein wirklich tolles Programm und das hat echt Spaß gemacht.
Wenn ihr also ein bisschen Inspiration sucht, hier gibt es zwei Parteien, die gerade schwer dran arbeiten. Zum Beispiel hier, im Grillwettbewerb. Weil es gab noch Tombola, geführte Wanderungen, Vorträge, ach, so unglaublich viel. So, wie schaut's aus? Habt ihr schon alles verarbeitet? Geschichte ist mit ganz vielen netten Leuten, die auch ganz schön trinken. In diesem Sinne, kurze herzliche Grüße an die Veranstalter. Ihr habt es toll gemacht. Wir kommen bestimmt wieder. Hallo. Hier nochmal ein paar kleine Eindrücke zu den Fahrzeugen. Gab es jede Menge natürlich zu entdecken und zu sehen. Und den einen oder anderen Tipp für unseren eigenen Van haben wir natürlich auch mitgenommen. Und jeder Sommerurlaub geht leider irgendwann zu Ende. Und nach 3,5 Wochen war das jetzt nochmal ein Highlight für uns. Danach ging es ab nach Hause, nach Norddeutschland. Kommt mal hier vorbei nach St. Martin. Nach Lofa, besucht diese Veranstaltung oder kommt auch im Winter zum Skifahren her. Das lohnt sich allemal. Dieser Campingplatz ist großartig. Alles, was ihr dazu braucht an Informationen, findet ihr wie gewohnt bei uns in der Videobeschreibung. Ja, leider, das war's schon wieder mit diesem Video. Es gibt bald sicher ein neues Video, vielleicht vom Plansee. Ja, das ist noch dran. Oder der Wörthersee. Lasst euch überraschen. Abonniert uns, folgt uns, wir würden uns freuen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Hoch auf den Gipfel, wie immer, immer rauf, immer rauf.